Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir im kleinen Chaos-Druckstudio. Und zwar geht es heute mal wieder um Druck's dir doch selber. Viel Spaß! Es hat mich mal wieder eine E-Mail erhalten zum Thema Dämpfer. Und zwar, wie druckt man sich seine Form selber und wie macht man sich seine Dämpfer selber. Wie man sich die Dämpfer selber macht, das habe ich schon mal unten bei mir auf der Webseite in der Videobeschreibung verlinkt aufgeschrieben. Daraufhin hat sich jemand gemeldet, er hätte gern auch so eine Gussform. Allerdings braucht er die unten mit einer Aussparung für eine Kontermutter. Und das gehe ich heute mit euch mal an. Also, auf geht's zum Fusion und dann an den Drucker. Also, wir starten jetzt hier in Fusion und unser Teil besteht ja aus zwei Dingen, und also aus Oberseite, Unterseite. Und in der Reihenfolge werden wir auch anfangen. Wir machen mit dem Leichten, mit der Oberseite fangen wir mal an. Und da solltet ihr euch als allererstes überlegen, wie soll euer Dämpfer aussehen. In meinem Fall wäre es jetzt hier rund und ihr müsst euch jetzt noch überlegen, welchen Durchmesser braucht ihr und welche Höhe braucht ihr. In meinem Fall mache ich die jetzt mal Durchmesser 22 und Höhe 20. Und dann fange ich an mit Zeichnen und mache mir einfach mal vier Kreise. 22 mit einem Abstand von, das reicht. Falsch. Ein kleines bisschen mehr. 26. Wieso nimmt der meine Tasten nicht an? So. Das wären jetzt mal im Prinzip einfach nur die Löcher. Wir brauchen ja noch ein Gehäuse ringsherum. Das machen wir uns auch noch schnell. 15 auf 15. Fast perfekt aus. Lass mal so. Und das war's eigentlich schon. Das wäre unsere Skizze. Die tun wir jetzt nur noch extrudieren. Wir haben ja jetzt gerade gesagt, wir machen die Dämpfer 20 hoch. Kann ich aber diese Wandung jetzt hier nicht nur 20 hochziehen, weil wir brauchen ja auch noch nachher ein bisschen Luft, um das auf das andere Teil draufklemmen zu können. Also mache ich das jetzt 22 hoch und dann habe ich 2 mm nachher Luft, das zu klemmen. Also 22, Enter. Und schon hätten wir unseren ersten fertigen Körper. Und auf den ersten fertigen Körper tun wir direkt den zweiten draufzeichnen, weil wir wollen das ja, dass das nachher alles genau übereinstimmt und übereinander passt. Deshalb fangen wir jetzt auch an, auf der Ober- oder Unterseite, das ist egal, fangen wir an zu zeichnen und fangen auch wieder mit den Löchern an. Und wir haben ja hier vorhin Löcher gemacht von 22 und jetzt lassen wir halt minimal Luft im Zeichnen. Je nach Drucker sind das so 1 bis 2 Zehntel, die man da eventuell so lassen sollte. Ich mache jetzt mal 1 Zehntel, kann sein, dass man vielleicht noch 2 Zehntel runtergehen sollten oder müssen nachher zum Schluss. Ich mache jetzt mal 1 Zehntel, damit bin ich immer recht gut gefahren. Das heißt, ich mache das jetzt nicht 22,0, sondern 21,9. Und das halt auch wieder in jedem Loch.
wenn meine Tastatur das mitmachen würde. Ich mache jetzt hier gerade nebenher eine Bildschirmaufzeichnung. Ich tue streamen und dann noch das Video separat aufnehmen. Also der muss gerade richtig arbeiten. So, und diese vier Kreise tun wir jetzt diese vier Kreise auswählen. Ja. Jetzt haben wir's. Die tun wir jetzt nach innen extrudieren. Also minus 2 und erhalten 4 neue Körper. Die erhalten wir dadurch, dass wir die halt ein Zehntel kleiner gemacht haben, um die sich nicht mit dem vorhandenen Körper schon verbinden. Erhalten wir jetzt 4 weitere Körper. Wenn wir die jetzt genauso groß gezeichnet hätten, hätte sich das mit dem verbunden. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja 4 einzelne Körper haben. Jetzt suchen wir uns den ersten raus. Machen wieder auf diesen Zeichnen und wählen uns dann jetzt diese Außenhülle wieder aus. Außenhülle, so 108 auf 30. Jetzt blenden wir den ersten Körper aus und extrudieren uns die Skizze, die wir gerade gezeichnet haben, inklusive dem ersten ausgewählten Kreis. Und extrudieren uns die jetzt so dick, wie wir haben wollen. In meinem Fall habe ich die, glaube ich, 5 gemacht. Ja, 5 mm. Das reicht ja vollkommen aus als Stabilität. Ihr könnt es auch 6, 7, 8 machen, wie ihr das möchtet. 5 mm. Und schon hätten wir Ober- und Unterseite. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, wir brauchen jetzt das Schraubenloch. Also da, wo nachher eure Schraube durchgeht, die das Bett hält. Da müsst ihr jetzt auch wieder gucken, ist das eine M3, ist das eine M4, ist das eine M5. Dementsprechend solltet ihr auch den Stifte, den Zylinderstift da drin zeichnen. In meinem Fall, nur fürs Beispiel, mache ich jetzt ein Dreierloch. Das heißt, ich zeichne jetzt auf jeden dieser Kreise auch nochmal einen Kreis mit 3,1, ein kleines bisschen Spiel, Millimeter. Zeichne ich da jetzt nochmal einen Kreis, was dann gleich unser Zylinder sein wird, den wir da rausziehen. Gucken, dass ihr jeweils den Mittelpunkt erwischt, sonst wäre es ja auch ein bisschen blöd. Und dann tun wir uns diese Zylinder extrudieren. Jetzt haben wir's. So, normalerweise würden diese Stifte ja jetzt 20 mm auf jeden Fall rausgucken, dann würden die jetzt mit der Oberkante bündig abschließen. Ich lasse die aber meistens etwas länger rausgucken, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass das Loch durchgehend ist. Also mache ich die jetzt mal 25, aber das ist euch auch überlassen. So, dann blenden wir wieder den Körper Nummer 1 ein. Und schon hätten wir im Prinzip unsere fertige Form. Aber hier wurde sich ja jetzt gewünscht, dass man unten noch ein kleines bisschen Freiraum hat, um da eventuell eine Kontermutter für das Bett anbringen zu können. Und dem kommen wir natürlich auch gerne nach. Und dann zeichnen wir die da auch noch rein. Und zwar blende ich dann Körper 1 wieder aus und gehe wieder auf die untersten Flächen hier. Und würde dann da jetzt noch ein Sektkant reinzeichnen. Da ich jetzt hier Dreierstifte gemacht habe, würde ich jetzt auch wieder von der M3 Mutter ausgehen und würde da jetzt mit 3 mm eine M3 Mutter reinzeichnen. M3 oder 3 mm ein kleines bisschen größer als wie die M3 Mutter ist. Einfach nur, muss ja nicht klemmen oder muss ja nichts halten. Ist ja einfach nur, dass da Platz ist für diese Mutter.
wenn ihr da eine M4, M5, M6 reinmacht, halt auch wieder dementsprechend größer aussparen. Und der letzte noch, auch 3 mm. So. Jetzt muss man nur aufpassen beim Extrudieren, dass man hier drüben halt auswählt mit vorhandenen Körper verbinden. Na komm. Weil sonst würde ich mir die Teile wieder wegnehmen. Also da würde ich mir ein Loch rein extrudieren. Und das wollen wir ja nicht. Hey, irgendwie. Da druckelt und zuckelt hier, wenn alles am Laufen ist. Krieg's nicht ausgewählt. Falsche Fläche. Ach. Muss ich jetzt alle einzeln machen? Das gibt's doch nicht. Genug reinzoomen, dann funktioniert das auch. So, Mensch. Ich mache die jetzt mal 3 mm dick. Weiß nicht genau, Schraube hat glaube nur 2 mm. Und hier ganz wichtig, dass wir machen, verbinden. Und schon hätten wir da unseren Sechskant als Aussparung. Wenn ihr das jetzt halt auch noch unbedingt haben wollt, dass oben eine Aussparung ist, also dass man hier oben auch noch einen Sechskant hätte, dann würde ich jetzt empfehlen, dass man diesen Zylinder da drinne nicht druckt, sondern dass man das so macht, dass man von unten eine Schraube, eine lange Schraube reinstecken kann. Dann würde ich jetzt aber auch nicht diese Mutter draufzeichnen, sondern würde im Prinzip mir nur ein Loch durchzeichnen, dass die Schraube da gescheit reinpasst, würde mir lange Schrauben reinmachen, eine Mutter drauf drehen und oben auch noch normal eine Mutter drauf drehen, halt nur so hoch, wie ihr das halt haben möchtet, vom Abstand her, und würde das dann so belassen und würde da im Prinzip direkt in die Schraube rein dann gießen und nachher zum Schluss die Schrauben bzw. die Muttern einfach wieder rausdrehen. Aber wenn ihr das nur auf einer Seite haben wollt, dann kann man sich diese Form so erstellen. Man kann sich jetzt aber genauso gut schnell das Loch reinmachen und einfach nur eine Schraube mit Mutter reinmachen, aber ich finde das so eigentlich eine ganz gute Lösung. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal gesamt an, heißt unser Teil ist da drauf nachher, und das wäre jetzt unsere fertige Gießform. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist die Ecken leicht abrunden und dann können wir das auch schon auf den Drucker hauen. So, beide Drucke laufen jetzt eine Weile, gute halbe Stunde ungefähr, also der eine halbe Stunde, der andere ein bisschen länger, und was ich in der Zwischenzeit mache, das seht ihr dann in einem anderen Video. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein kleines bisschen was zeigen zum Thema Dämpfer bauen, zeichnen, wie auch immer. Ist ja alles nichts Neues, aber es wurde sich jetzt halt nochmal gewünscht. Dem bin ich nachgegangen. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir mal wie immer unten in die Kommentare, was ihr euch alles schon so gedruckt habt. Habt ihr euch auch schon mal selber Dämpfer gemacht? Oder bestellt ihr euch die einfach? Ansonsten guckt mal unten auch in die Videobeschreibung. Da hat es den Gutscheincode ChaosCrew. Da ist auch aufgelistet, wo der schon überall gültig ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Gut Druck und bis zum nächsten Video. Ciao.